Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich sitze jetzt hier nicht im Urlaub, auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich sitze jetzt gerade in meinem frisch renovierten Wohnzimmer, beziehungsweise in einem Teil von meinem frisch renovierten Wohnzimmer. Das ist hier die einzige Ecke, die schon halbwegs fertig ist. Der Rest sieht so ein bisschen aus wie in einem Film von Roland Emmerich, aber das soll euch jetzt nicht weiter stören, es sei denn, ihr wollt jetzt zum Tapeten abreißen und Tapezieren vorbeikommen. Dann seid ihr natürlich gerne gesehen, auch IKEA-Möbel müssen noch zusammengeschraubt werden. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist so, dass ich heute nicht zeichne, sondern ein bisschen was erzähle, was so in Planung ist und was passiert ist. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran und schaltet nicht gleich ab, weil nicht gezeichnet wird. Also es gibt so ein paar Sachen, die für euch sicherlich noch interessant sind. Ja, ich war fleißig und zwar habe ich jetzt schon wieder den Comic gemacht. Das ist schon der zweite in diesem Jahr. Und Mitte des Jahres erschien ja schon ein Band über Luther und jetzt hat die Stadt Donauwörth im fernen Bayern in Schwaben sich gedacht, wir hätten auch gerne einen Teil unserer Stadtgeschichte als Comic, ist dann in Ostfalia Verlag reingetreten, für den ich zeichne. Und ja, dann haben wir ein Stück der Stadtgeschichte nachgezeichnet, sozusagen. Das Ding ist jetzt raus und soweit ich weiß, gibt es das tatsächlich, glaube ich, nur in Donauwörth. Das heißt, da müsst ihr mal gucken. Ich packe euch mal einen Link hier unten in die Videobeschreibung. Und vielleicht, wenn es euch interessiert oder ihr aus Donauwörth kommt, guckt doch einfach mal vorbei. Ja, was noch? Jetzt, wo ihr gerade in diesem Moment das Video schaut, sofern heute der 5. November ist, wo ich das Video gerade hochlade, dann bin ich gerade nicht da. Das heißt, also ihr seht mich zwar, aber ich bin eigentlich gar nicht da. Ich organisiere eine kleine Veranstaltung mit hier bei uns im Ort und es ist ein Jubiläumskonzert von einem Chor, den ich seit Jahren schon unterstütze. Und der Chor, die Ohrwürmer, hat nicht nur seinen 5. Geburtstag, sondern wir haben auch Gäste mit dabei. Und das sind zum Beispiel mein Kumpel Eike Witt von The Voice of Germany, den habt ihr ja schon mal in dem Video gesehen. Dann ist noch Krona dabei, auch ein alter Freund von mir, Singer-Songwriter aus Braunschweig, der übrigens dieses Jahr auch sein fünfjähriges Bühnenjubiläum als Solokünstler feiert. Und mein alter Freund Helmut Kraus. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Nachbar Paschulke aus der Sendung Löwenzahn oder als Synchronsprecher von vielen in vielen Filmen und Serien, wo ihr ihn sicherlich schon mal gehört habt. Mit denen machen wir was zusammen und da bin ich halt gerade just in diesem Moment quasi unterwegs und ja, wir hoffen auf eine wunderbare Veranstaltung. Also sowas mache ich auch. Ich bin im Hintergrund dabei, schreibe Texte und so weiter und so fort, weil letztens jemand fragte, machst du eigentlich auch noch was anderes? Und das mache ich ja. Also falls euch interessiert, was ich sonst noch so mache, außer hier im Sessel rumhängen, dann geht doch mal auf meine Homepage, auch die immer unten in der Videobeschreibung, also klickt mal rein, würde mich sehr freuen. Ja, was mache ich noch? Also ich habe gerade festgestellt und auch schon erwähnt im letzten Video, dass wir über 2000 Abonnenten sind, was ich sehr gut finde. Und dass wir tatsächlich mit großen Schritten auf die 200.000 Abonnenten zugehen. Und da hatte ich ja schon erwähnt, dass ich dann ein Special sozusagen machen möchte. Und hier nochmal, ich habe es noch nicht, hier der Aufruf an euch. Ja, was interessiert euch? Was würdet ihr gerne sehen wollen als Special? Wir hatten ja schon mal eine Fragerunde, fand ich mal sehr interessant, was euch interessiert. Also da können wir erstmal quasi abstimmen, was wollt ihr beim Special haben? Und dann gucken wir mal, was ich mache. Also wie schon gesagt, wollt ihr was wissen? Dann schreibt halt eben das mit in die Kommentare. Oder soll ich wieder eine kleine Verlosung machen mit meiner neuen T-Shirt-Kollektion? Oder Originalzeichnung oder vielleicht auch dem streng limitierten Donauwörth-Comic. Also was interessiert euch? Schreibt es in die Kommentare. Also nur eine Verlosung wäre ein bisschen lahm, weil sonst würde ich sagen, hier wird verlost, schreibt was in die Kommentare und dann nehmt ihr teil. Sondern ich würde ganz gern auch schon irgendwas für euch machen. Also strengt euer kleines Gehirn an. Ja, das sind eben so die Sachen, die ich am Start habe. Dann geht es auch langsam auf Richtung Weihnachten. Ich hatte letztes Jahr zu jedem Advent ja ein eigenes Video zum Thema Weihnachten. Falls ihr jetzt noch Wünsche haben solltet, wenn ihr sagt, okay, ich hätte ganz gerne was zu Weihnachten, also nicht von mir geschenkt, sondern zum Thema Zeichnen, dann könnt ihr auch das in die Kommentare schreiben. Dann würde ich halt noch mal ein paar Specials sozusagen zum Thema Weihnachten machen. Und
Ja, eine entscheidende Frage ist eigentlich, kann ich irgendwas für euch tun? Also soll ich irgendwas besser machen? Soll ich irgendwas sein lassen? Soll ich einfach so weitermachen wie bisher? Falls euch irgendwas stört, schreibt es in die Kommentare und nach Möglichkeit nett, ich bin sensibel. Wenn ihr sagt, alles wunderbar, so wie es ist, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Also ich möchte jetzt hier kein Lob ernten von euch, sondern es geht mir einfach nur darum, ja, die ganze Sache so ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, das war es dann auch wirklich schon. Sind so einige Kleinigkeiten, die jetzt so passieren und passiert sind. Und ich dachte mir, es interessiert euch vielleicht ein klein wenig oder auch nicht. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Ja, ich bin jetzt hier erstmal durch. Auch wenn heute nicht gezeichnet wird, hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich werde gleich hier ein bisschen renovieren, damit ich auch fertig bin und euch dann natürlich wieder ein paar wunderbare Videos machen kann und nicht immer zu hier handwerkern muss, was ich eigentlich gar nicht so gerne mache und auch nicht so wunderbar kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich würde sagen, Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet. Ich freue mich ganz doll auf euch. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Tobi. Ciao. Renovieren. Ich und renovieren. Die wissen, wie es hier aussieht. Die glauben auch alles hier auf YouTube. Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt von der Webseite gar nicht genug kriegen, oder? Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren, ganz genau. Denn wenn er das macht, verpasst er keine einzige Folge und werdet so immer besser in Sachen Zeichnen. Also lasst ein Abo da, ich freue mich und ihr habt auch noch was davon. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, gar kein Problem, klickt euch einfach durch eines meiner vielen Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Ihr könnt natürlich auch meine Homepage besuchen oder besucht mich auf Facebook oder Instagram, alles hier unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch und nicht vergessen, Abo da lassen, da unten.